dann machen wir die Replay-Analyse von KMB. Er spielt hier 2-2 mit einem Premade, mit Sensei Wu. Und ja, er ist Platin 1 gerankt und dann schauen wir jetzt einfach mal rein. Let's go. Im Allgemeinen, du kannst dir überlegen, am Anfang irgendwie mitzufahren zum Boost oder so. Aber das kannst du natürlich sehr spontan entscheiden oder immer mal wechseln. Du bist jetzt hier zum Boost, alles cool. Nochmal kurz zurück. Ah, hier siehst du schon, dass er den Ball wahrscheinlich spielen kann und wird. Und dass er ihn wahrscheinlich auch ballern wird. Du kannst hier theoretisch schon wieder zurück ins Tor fahren und ins Tor turnen. Ich wäre jetzt in diesem Fall, glaube ich, sogar hier rumgeturnt. Dann wärst du nämlich hier wieder auf Backpost gewesen. Und hättest den Ball halt direkt wieder dann von hier clearen können. Dein Mate wäre dann hinter dich gefahren im besten Falle. Und dann hättest du den Ball besser gehabt. Aber gut, dass du da dann nicht hin bist mehr. Upflip getried. Hier hättest du Zeit gehabt. Man sieht es hier ganz gut. Der Gegner ist noch sehr weit weg. Hier unten sieht man es. Hier hättest du einfach den Ball flach annehmen können. Und dann hätte sich was Neues vielleicht ergeben. Ja, schöner Pass in die Mitte eigentlich. Der Pass war gut. Hier lag jetzt nirgends Boost. Hier außen lag auch nichts. Dann in dem Fall am besten direkt hier rüberfahren über die Pads. Weil dann hast du auch fast 100 Boost, wenn du hier hinten dann bist. Wenn du wirklich so weit durchziehst. Oder halt dann den mittleren Boost hier nehmen. Der da gerade gespawnt ist. Auch hier wieder. Ruhig Zeit lassen. Der Gegner ist wieder weiter weg, weil versuche einfach den Ball immer so ein bisschen, also mehr im Ballbesitz zu bleiben und nicht direkt den Ball wieder herzugeben. So war es jetzt einfach so, du hast jetzt dem Gegner einfach wieder den Ball gegeben und ja. Nochmal zurück. Deshalb hier hättest du annehmen können, flach. Ein Gegner war bummed, hättest du hier in die Mitte fahren können. Dein Mate hätte sich vielleicht dann auf der anderen Seite hier positioniert. Und dann hättest du einfach irgendwie Passplay oder so. Oder vielleicht sogar alleine irgendwie austribbeln können oder so. Natürlich kommt es halt auch auf die Skills an, wie du da im Tripling bist und sowas. Aber wie gesagt, langsam annehmen hier, flach annehmen am besten. Und einfach ein bisschen langsamer spielen, ein bisschen Fahrt rausnehmen und nicht direkt den Ball zum Gegner. Und nochmal ganz kurz als Info, Leute, alles, was ich hier sage, ist natürlich nicht böse gemeint und dient halt einfach nur dazu, dass, ja, dass ihr die Fehler seht. Vielleicht wisst ihr auch das ein oder andere schon, aber ich werde versuchen, halt alles, was ich sehe, irgendwie so, ja, aufzuzeigen. So, 1-0 für die Gegner. Viele Tore fallen hier, sehe ich gerade. Hier auch wieder die Möglichkeit mitzufahren, zu faken oder zum Boost zu fahren. In dem Fall fährst du jetzt mit. Wenn du hier, also die Idee war gut, ihn aufs Tor zu bringen. Wenn du hier schon so ein Stück weiter Richtung Wand fährst, kriegst du den halt vom besseren Winkel drauf. Oder spielst ihn halt direkt als Pass. Vielleicht geht der aber auch schon direkt rein, I don't know. Aber gut, dass der Mate da, ich meine, Mate war sowieso weiter weg. Hätte den eh nicht spielen können. Glück gehabt. Gut, dass du hier direkt durch die Mitte fährst. An der Stelle direkt, ja, machst du eigentlich. Du boostest direkt drauf. Ist eigentlich eine gute Idee. Nur, dass du noch so ein Stück weit, zu weit nach links quasi reinstehst. Hier das. Also wenn du hier, wo die Kamera immer hinspringt, wild. Wenn du hier nicht nach da zeigen würdest, sondern hier so in die Richtung und flickst, dann kriegst du hier auch den Block. In dem Fall war es jetzt nicht so wild, weil sowieso kein Anspielpartner hier da war. Für deinen Gegner. Gut hier in die Mitte gefahren. Ah, schade, Mate trifft leider nicht. Ah, hier einfach nicht so hart paniken. Der Ball kommt zwar schnell zurück hier an der Stelle. Hier könntest du theoretisch, also wenn du ihn kriegst, kannst du versuchen, den in die Rundung zu spielen hier auf der Seite. Dass er dann halt da hochgeht. Und dass du da dann nochmal irgendwas nachsetzt, Air-Triple oder so irgendwas. Oder halt auch unfakest oder so an der Wand. Der war jetzt relativ schnell. In dem Fall wäre ich halt einfach so mit dem Ball hier zurückgefahren. Hätte den so ein bisschen ausrollen lassen. Weil du hast die Zeit. Die kannst du dir ruhig nehmen. Und dann halt hier den Boost noch eventuell mitnehmen. Und dann den Ball wieder nach vorne zu bringen. Deshalb hier einfach ein bisschen ruhiger spielen. Und du siehst ja, wie langsam der jetzt schon da hinten in der Ecke rollt. Wo ich gerade gesagt habe. Wenn du da zurückgefahren wärst. Schon vorher. Hättest du den einfach irgendwie dann wegspielen können, 50-50 rausholen können. So wird es halt leider ein Tor. Aber passiert. Passiert.
Okay, ich weiß nicht, ob du da faken wolltest tatsächlich oder ob es einfach nur ein Versehen war, aber dein Mate ist hinten stehen geblieben, deshalb gehe ich davon aus, es ist ein Fake. Du kannst hier aber auch versuchen irgendwie dann, das hier ist ein bisschen offensichtlich teilweise, ein bisschen anders zu faken, also dass du war gewifft, ah okay, gut, alles klar. Weil von dieser Position würde ich tatsächlich nicht so oft faken, weil meistens funktioniert das halt nicht. Die Gegner sehen das halt gerade auf späteren Elos eigentlich relativ oft. Aber gut, wenn es sowieso ein Fehler war, no problem, passiert auch. Passiert mir ja auch. Dann aber wiederum gut, dass du da nicht noch reingeflickt hast und noch weiter out of position warst. Boost auch gewifft, easy. Hier hätte ich die Kamera. Hier an der Stelle. Hier hätte ich die Ballcam kurz ausgeschaltet, um zu sehen, ob hier jemand ist. Vielleicht wusstest du es auch, aber ich hätte es ganz kurz ausgemacht, um zu gucken, okay, da ist keiner, ich kann mir so viel Zeit lassen oder ich muss so und so schnell spielen, je nachdem. Ich glaube, du hast es tatsächlich nicht so gut gesehen dann, ne, dass hier noch ein Gegner war. Sieht man auch schwer. Deshalb, wenn du vorher die Ballcam kurz ausgemacht hättest, hättest du da nochmal ein bisschen besserer Überblick gehabt. Du hättest gewusst, dass du hier dann theoretisch schon hochgehen musst. Dann hättest du den Block bekommen. Ich habe kurz überlegt, hier hätte man theoretisch auch warten können an der Wall. Allerdings ist es halt immer die Frage, wie sehr trustest du deinem Mate etc. und ob der Ball dann ankommt. Weil das wäre halt eine Möglichkeit gewesen, einen Double Touch, einen Double Pass zu spielen. Dass der Mate dir den Ball hoch an die Wand spielt, du lässt ihn nochmal abtroppen zu ihm. Und dann wäre das halt auch möglich gewesen. Hat er vielleicht auch sogar versucht. Okay, hier musst du gar nicht hingehen dann. Wenn du siehst, der Ball, der ist schon, der fliegt schon eher in die, also auf die andere Seite des Spielfeldes. Hier wäre ich einfach hier hingefahren. Hinter deinen Mate. Vielleicht sogar ein bisschen weiter zurück noch. Um einfach die Sicherheit zu kriegen für den Ball. Dass du den halt hättest annehmen können. Weil so seid ihr beide auf der gleichen Position. Wenn einer von den zwei jetzt hier den Ball gut trifft, geht Richtung Tor, war das wahrscheinlich ein, oder ist das wahrscheinlich ein Tor. Hier ist jetzt natürlich die Panik ein bisschen größer, weil ja theoretisch die Chance besteht, dass ihr ein Tor bekommt. Ich weiß nicht, ob ihr in Discord wart, KMB, wenn das dein Premade war. Wahrscheinlich wart ihr in Discord und vielleicht hat er auch gecallt, ja, hab ich den Ball. Dann hättest du entweder die Möglichkeit gehabt, dass du hier an der Stelle direkt turnst wieder so rum und hier den Pass quasi annimmst von ihm. Der jetzt leider auch nicht so gut gekommen ist. Aber theoretisch wäre das halt möglich. Oder du fährst halt hier einfach Backpost hinter ihn, dass du halt nochmal so ein bisschen mehr auf Sicherheit spielst. Und ja, wart ihr, okay. Genau, dass ihr dann, dass du dann halt quasi hier nochmal savest. Weil so seid ihr wieder, das ist immer blöde eigentlich, wenn ihr zu zweit auf der gleichen Stelle seid. Immer schwierig, ob es jetzt schlimm war in dem Fall. Hier ruhig Richtung Mitte orientieren, genau. Und da hätte ich gar nicht mehr geflickt hier an der Stelle. Weil die Entfernung zum Tor war eigentlich hier perfekt. Kurz bevor du geflickt hast. Hier das. War eigentlich eine gute Entfernung. Du kommst da relativ zügig hin noch, theoretisch. Genau, hier nicht so weit vorflicken. Dann hättest du den sogar eventuell. Ja, witzigerweise funktioniert das jetzt trotzdem. Der Klassiker. Aber theoretisch. Aber wo ist denn die Stelle hier? Wenn du hier nicht so weit vorflickst, dann stehst du ungefähr hier. Lässt dich so langsam einen Schritt mit vorrollen. Ja, und dann kannst du den hier schon in der Höhe schon treffen und dann halt direkt reinmachen. Das ist halt einfach so ein Ding, dann kommst du dann früher rein quasi. Der Ball geht halt einfach früher ins Tor. Aber schön gemacht natürlich noch. Schwierig. Ja, nee, war auf jeden Fall dein Boost. Gut, dass du eigentlich durchgezogen hast. Guter Low 50 rausbekommen. Gut, dass du da so rein bist. Ja, da hat es einfach noch so ein bisschen an Recovery gearbeitet, dass du halt direkt schneller weiterfährst, aber no problem. Ist auch so gut gegangen, der Gegner hat gewifft. Ich wäre hier nicht nochmal gesprungen tatsächlich, ich wäre einfach noch ein Stück, gucken, ob ich das nachstellen kann, hier weitergefahren und dann wäre ich eventuell einfach nur einmal hochgejumpt, wenn der Gegner geschossen hätte. Dann hast du nämlich automatisch so einen besseren Winkel zum Ball. Und es ist nicht so wie jetzt in dem Fall, dass du hier nicht mehr den Ball aufs Tor bekommst. Gut, dass du hier dann wegfährst. Ja, nice gemacht.
Auch hier wieder, du hast die Zeit. Guck einfach, dass du den genauer annimmst. Wir machen mal kurz ein bisschen langsamer, kurz vor dem Touch. Dass du den halt noch weiter so, also eher so seitlich am Auto schon annimmst, weil dann kannst du den, dann bounce der einfach nur so leicht ab und du kannst direkt wieder in die Mitte gehen. Beide Gegner hier auf der Seite. Er kickt ihn vielleicht hier sogar noch, I don't know. Auf jeden Fall sehr, sehr schlecht dann von den Gegnern. Deshalb einfach nur so ein bisschen genauer spielen. Aber die Idee war auf jeden Fall gut. So hat jetzt halt wieder dein Gegner den Ball. Oder auch nicht, Leute. Oder auch nicht. Wo geht der rein? Wild. Gucken wir uns nochmal an. Was hat dein Mate da gemacht? Ja, okay. Passiert. Hat er nicht direkt gesehen. Der Gegner hat aber gesehen, dass er dann Free Net hatte, hat ihn überspielt. Passiert, Leute. Das passiert. So, Kickoff. Ja, gucken wir nochmal ganz kurz. Es hat sich irgendwie so angefühlt, als hättest du Momentum verloren gerade irgendwie. Versuch mal, wenn du die Side-Flip-Kickoff machst. Irgendwie sieht es ein bisschen weird aus. Ich weiß auch nicht, an was es gerade liegt. Warum das so komisch aussieht. Du hättest hier noch ein Stück weiter, gucken wir mal so, nach links turnen können. Also, ne, und dann erst den Side-Kickoff und dann ein bisschen später. Der kommt, der Flick kommt ein bisschen zu früh, finde ich. Dadurch geht hier irgendwie gefühlt so ein bisschen Momentum verloren. Ich weiß nicht wieso, oder, ne, weißt du, wie ich meine? Deshalb hier einfach so ein bisschen weiter nach links und dann ein bisschen später flicken und dann kommst du auch besser hier hin. Was du aber gut machst auf jeden Fall, ist dann, dass du hier den Ball nach links drückst. So, normalerweise, also nach rechts wäre jetzt sowieso nicht gegangen, ne? Deshalb gut, dass du den halt darüber drückst, dass er halt einfach an die Wand geht. So, jetzt gebumpt worden hier. Du hättest hier theoretisch wieder durch die, über die Pads fahren können. Also gar nicht hinten zum großen Boost, sondern weil dein Mate nach vorne fährt zum Angriff. Wenn er jetzt einen Pass hier vorne spielt, bist du halt nicht da. Deshalb einfach hier über die Pads fahren. Bup, bup, bup. Das reicht schon. Dann kannst du hier irgendwie einen Pass noch annehmen oder so. Du bist jetzt hier zum Boost gefahren. Mal gucken. Ja, früher schon hoch auf jeden Fall. Also du kannst hier an der Stelle kannst du schon hoch. Genau, den kriegst du dann nicht mehr, weil der Gegner halt schon wesentlich früher hochgegangen ist. Aber der geht trotzdem nicht. Glück gehabt. Glück gehabt. Okay, das war wild. Mein Mate ist Platin 3, Diamond in 1-on-1. Okay, verstehe. Verstehe. Aber ja, wie gesagt, das hat ja jetzt in dem Sinne nicht am Mate gelegen, sondern du hättest einfach nur ein bisschen früher hoch, bisschen schneller reagieren müssen. Aber das kommt auch mit der Zeit, Leute. Also wie gesagt, da müsst ihr euch keine Vorwürfe machen. Oder du in dem Fall, KMB. Oder das kommt nach einer Zeit. Hier wäre ich persönlich tatsächlich in die Mitte geturnt, weil ich gedacht hätte, dass dein Mate den Ball weiterspielt. Er hatte auch wieder Zeit eigentlich und hätte den Boost holen können. Auch hier hätte er ihn einfach noch weiterspielen können. Und du wärst dann halt irgendwie hier gewesen schon. Und dann hätte man, weil ihr werdet nicht gechallenged hier, Leute. Einer ist, glaube ich, gebumpt worden. Ah ne, hier ist er. Was macht er? Er fährt einfach, ohne euch zu stören, zurück. Ihr hättet einfach so ganz entspannt weiterspielen können. Er fährt jetzt, glaube ich, auch zurück. Also ihr merkt schon so ein bisschen Rotation, Positioning. Das hier ist jetzt halt so ein bisschen kontraproduktiv. Du fährst nach vorne, machst einen Angriff. Die Gegner sind aber zu zweit und du alleine. Deshalb, wenn ihr einfach da getauscht hättet und er weitergefahren wäre und du in die Mitte direkt, weil du das Boost halt auch hattest, da hätte das gepasst. Da hättest du auch nicht flicken müssen an der Stelle. Genau, also es ist, glaube ich, so ein Hauptding, was viele Platin-Spieler, Gold-Spieler, Diamond-Spieler auch noch und Champion auch noch natürlich falsch machen. Sie lassen sich keine Zeit. Das wäre so der erste Punkt, der sich wirklich wiederholt so. Einfach Zeit lassen. Wenn du und ein bisschen auf die Gegner achten. Bei der Ballannahme, dass die Gegner nicht wieder wie hier in dem Fall dann direkt den Ball haben. Oh, wenn du den getroffen hättest, wäre es ganz gut gewesen. Den hättest du auch eigentlich bekommen. Ansonsten, du bist Last Man im 2-on-2 eher ein bisschen risky, hier drauf zu challengen. Weil als Last Man im 2-on-2 hast du eigentlich mehr oder weniger, wie gesagt, den hättest du jetzt auf jeden Fall eigentlich bekommen.
Aber als Last Man im 2&2 hast du eigentlich eher die Aufgabe, dass du Zeit rausholst, bis dein Mate halt wieder hinten ist. Oder bis dein Mate halt stören kann oder so. Da kriegst du aber auch mit der Zeit so ein Gefühl dafür. So, gut. Backbows tutoriert hier. Okay, da musst du aber nicht drauf fahren. Da musst du nicht drauflegen. Einfach abwarten, deinem Mate trusten. Du könntest hier sogar noch ein bisschen weiter ins Tor. Ich stelle mich dann immer ganz gerne hier hin. So, da hat man nochmal einen besseren Winkel. Und wie gesagt, hier einfach warten und nicht mit drauflegen. Weil dein Mate war ja ab. Einfach ein bisschen gepanickt halt. Hier auch gepanickt, by the way. Hättest du auch einfach ganz normal dagegen springen können. Gut, dass du hier in die Mitte fährst. Den hättest du hier, glaube ich. Wir gucken mal von oben. Ihr seid... Also, ich glaube, den hättest du sogar noch zuerst bekommen. So, meine Intention dahinter war jetzt, weil du bist hier schon auf Topspeed, tatsächlich. Wenn du hier direkt reingeturnt wärst, hättest du den hier schon nehmen können und direkt aufs Tor drücken. Das wäre wahrscheinlich ein Tor geworden, wenn du da direkt drauf gefahren wärst, in dem Fall. So lässt du ihm halt den Ball. Mal gucken, ob es jetzt ein Tor wird. Nee, okay, Glück gehabt. Also hier direkt drauf, direkt reinturnen, draufziehen und dann das Ding geht mit Sicherheit ins Tor, wenn du den gut triffst. Hier hättest du die Möglichkeit gehabt, deinen Mate einfach zu spielen. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch versucht hattest, nach links zu spielen, dass du kurz sagst oder dein Mate kurz callt, ja, kommt links oder so oder spiel mir links, ich bin links. Da kann man das ganz kurz ganz gut machen. Ansonsten, ja, einfach ein bisschen ruhiger spielen. Das würde schon viel ausmachen. Den hättest du als Bounce zum Follow-up direkt nachholen können. So ist es halt ein bisschen wieder anisch. Ja, gut, dass du hier hinten geblieben bist. Gut, dass du dir hier Zeit lässt an der Ball. Close. Okay, hier musst du gar nicht in so komisch flicken. Ich nehme aber mal stark an, das war einfach nur ein Fehler von dir. Aus Versehen abgerutscht vom Controller oder so. Hier würde ich einfach nur straight hier drüber fahren. Hier, hier. Und dann siehst du schon, du hättest den Ball dann halt von hier nehmen können. Und du stehst halt jetzt hier. Ist halt natürlich ein bisschen blöde vom Winkel her. Dein Mate ist jetzt Gott sei Dank da, aber so hättest du den halt direkt weggehabt. Dein Mate wäre dann in dem Fall wahrscheinlich hinter dich rotiert, wenn er das gesehen hätte. Glück gehabt. Oh, schade, Mann. Schade. Den natürlich treffen. Aber passiert. Passiert. Dein Mate macht ihn dann. Okay, Boost gewifft, den natürlich auch treffen. Gut, dass du den nur so bounced. Du kannst dann, aber der geht glaube ich sogar schon direkt. Du hättest sogar können hier schon ein Stück reindrehen. Hier an der Stelle hättest du können schon so ein Stück reindrehen. Das machst du aber jetzt sowieso gleich richtig, von daher hat noch gepasst. Nur auf späteren Elos macht ihr quasi das gleiche wie jetzt hier, nur halt nochmal eine Nummer schneller. Der geht jetzt natürlich trotzdem. Nice Shot. Schön gesehen, dass der in die Mitte kommt auf jeden. Beziehungsweise dir selbst gut vorgelegt. So, hier kann man natürlich auch faken. Wieder, ganz klar. Ja, schön. Gut gemacht. Auch hier wieder vielleicht dann nur gucken, dass man mit mehr Power spielt oder so. Aber das kommt alles nach der Zeit. Hier, der war jetzt besser, der Kickoff. Hier hast du auch tatsächlich dann auf die Seite geflickt nochmal. Achtung. Normalerweise flickt man halt am besten immer auf die Seite, wo man steht. Also dann quasi in dem Fall jetzt nach links. Wir gucken mal gerade. So, und jetzt hier dann nochmal links reinflicken. Das funktioniert normalerweise immer. Aber Glück gehabt. Hier hätte dein Mate hinfahren müssen schon früher. Gut, dass du nicht hin bist auf jeden Fall. Gut, dass du dir Zeit gelassen hast. Theoretisch hättest du können hier schon hochgehen. Das ist halt immer so eine Frage, wie man das abschätzen kann, aber auch das kommt, also wie hart der Ball hochspringt und hochbounced und sowas, das kommt wie gesagt, aber je länger du spielst, kommt das irgendwann. Der Gegner hat jetzt halt komplett gefailt auch. Gut, hier Aerials natürlich vielleicht nochmal ein bisschen üben, den könnte man auf jeden Fall reinmachen. Oh,
Ich weiß nicht, wieso du hier kurz gezögert hast. Vielleicht hast du gedacht, du nimmst ihn vielleicht flach an. Wäre nämlich auch eine Möglichkeit gewesen. Dann hättest du nämlich den Ball nicht wieder direkt weggespielt zum Gegner. Sondern dass du mit so einem leichten Triff dann den Ball flach annimmst und einen Triple übergehst. Aber wie gesagt, das halt alles unter der Voraussetzung, dass man das mechanically beherrscht. Schade, Mann. Hier einfach wieder ruhiger, ein Stück weiter höher an der Wand schon fahren. Und dann kriegt man den auch theoretisch. Aber guter Versuch auf jeden Fall. Ich wäre hier, tatsächlich kannst du hier mit einem Frontflick, es ist mir jetzt auch schon aufgefallen bei den Kickoffs, wo du followst, kannst du mit einem Frontflick hier nach vorne flicken und dir das erste Boostpad mitnehmen. Dann stehst du irgendwie schon ein bisschen näher und ein bisschen früher hier an der Stelle. Dann hättest du hier nämlich direkt auch drauf pressern können. Ich kann es jetzt allerdings verstehen, dass du es nicht gemacht hast, weil 32 Sekunden auf der Uhr, es steht unentschieden. Wenn du den Ball nicht gut triffst, könnte das übel ausgehen. Oh, hier hätte ich geflickt. Achtung. Hier die Annahme und hier an der Stelle kannst du dann reinflicken. Dann kriegst du nochmal einen Block raus. So drückt der Gegner den einfach drüber. Glück gehabt, dass er nicht da war. Und guter Bump von deinem Mate. Ja, also ruhig nochmal so ein bisschen üben auch, wie wo die Boosts genau stehen und so. Mit dem Drift ein bisschen üben. Habe ich ja schon mal in anderen Tutorial auch auf YouTube und so erwähnt, dass man das hier so als Pylonen benutzen kann gerne und da so rumdriften kann, diese einzelnen Boostpads. Da vielleicht auch nochmal ein bisschen üben, weil du halt teilweise dich schon zu früh drehst und dann den Boost nicht mehr mitbekommst oder ja, oder sowas halt. Gut, dass du hier den Powershot mitnimmst. Schade, dass hier nicht reingeht. Ja. Auch hier wieder, ne? Du hast halt hier einfach viel mehr Zeit. Du könntest den jetzt nochmal langsam anfahren, dass er so nach oben bounce oder sowas. Einfach ein bisschen ruhiger spielen im Allgemeinen. Aber das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt jetzt. Gut, dass du hier in die Mitte fährst. Okay, das auf keinen Fall stehen bleiben auf dem Feld. Also wenn du nicht weißt, wie der Ball bounced, so, du bist jetzt hier tatsächlich, ich glaube, wir gucken mal gerade, von Sekunde 5 mehr oder weniger. Also fast 2 Sekunden, wo du komplett stehen geblieben bist. Da hättest du können einfach hier, wenn du das nicht weißt, wie das funktioniert oder wie der bounced, entweder die Wand hoch natürlich oder bevor du stehen bleibst, machst du einfach hier so einen kleinen Schlenker und turnst hier nochmal weg, holst dir eventuell Boost und fährst dann nochmal hin. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber niemals stehen bleiben auf dem Feld. Und dann halt hier, wie gesagt, auch ja, ein bisschen Aerials üben, maybe. Der war jetzt auch besser im Vergleich zu dem davor von dieser Position. Na, gut gemacht. Ah, Mate hat ein bisschen den Ball nicht unter Kontrolle, aber gut mitgefahren auf jeden Fall. Gut, dass du hier ruhig bleibst. Man kriegt den über die Wall, wenn der so bounced, auf jeden Fall. Ist natürlich auch wieder Übungssache. In dem Fall, beziehungsweise in deiner Option hier, oder in deinem Fall wäre ich tatsächlich, ich wäre hier wieder Backpost rotiert. Ganz auf entspannt. Wo sind wir hier? Hier sind wir. Hier die Boostpads mitgenommen. Hier hingefahren. Dann hättest du den halt aus dieser Position hier raus clearen können. Gegen die Wand drücken. Dein Mate hätte den nochmal spielen können. Oder whatever. Das wäre auf jeden Fall einfacher. Wenn du die kannst natürlich von hier, dann mach die ruhig. Üb die auch ruhig. Wenn du sie nicht kannst, ist halt immer die Frage. Ne? Wenn man dann wegen sowas natürlich einen Ball reinkriegt, ist halt immer ärgerlich. Aber ging ja, glaube ich, hier zum Glück gut. Die Idee war auf jeden Fall nicht schlecht. So, jetzt wenig Boost. Genau, kleine Pads mitnehmen. Auch gut gemacht. Ich wäre hier tatsächlich weiter in die Mitte nochmal gefahren. Und nicht so weit nach vorne. Dann hättest du den schon wieder früher bekommen können. Hier auch wieder. Du hast Zeit. Einfach den Ball wieder flach annehmen. Hier keinen Boost gehabt. Hier auch wieder. Also es zieht sich wie so ein roter Faden so ein bisschen durch, dieses Paniken, weil hier der Gegner fährt einfach weg, wird es wieder Zeit gehabt, den einfach anzunehmen und dann gegebenenfalls nochmal, wenn der Gegner hier, dieser blaue Typ, hinter dir noch pushen will oder so, dann kannst du immer noch flicken. Aber auch das geht alles gut. Na gut, gut, dass du hier direkt auch zurückrotierst. Hier wäre ich jetzt direkt wieder vorrotiert an die Stelle, wo du vorhin gestanden hast. Also sprich, wo bist du? Hier bist du.
direkt hier runter und wieder hier auf die Seite. Mal gucken, ob der Ball hier hinkommt. Okay, der Mage lässt sich aber auch Zeit. Easy. Hat er vielleicht gecallt? Bei uns ist es halt in höheren Elos oft so, beziehungsweise wenn ich mit Mates zocke, mit Hanzo zocke oder so, dann ist es halt oft so, dass wir den direkt dann zu dem anderen Mate wieder spielen. Also dass das halt so eine flüssige Bewegung wird einfach. Ja, wieder gepanickt. Aber üb die ruhig, die kannst du ruhig üben, die von der Wand. Da gibt es diverse gute Trainingspacks, wo du das machen kannst. Hier lässt du dir jetzt interessanterweise auf dem Boden hier mega viel Zeit. Wahrscheinlich auch, weil du nicht so ganz weißt, wie du den Ball spielen sollst oder so. Aber du hättest einfach dabei bleiben können und den Ball nicht wieder einfach wegspielen. Auch wenn der Gegner wieder nicht drauf fährt. Ja, halt auch wieder besser den Ball treffen. Also ich empfehle dir auf jeden Fall, die ein bisschen Aerials zu üben. Bisher hast du tatsächlich, no front, by the way, KMB, noch keinen Aerial, den du hättest gut treffen können oder müssen, maybe, wirklich gut getroffen. Also Aerials üben würde ich dir schon empfehlen. Bisschen vermehrt. Gut, dass du den clearst, musst du auch clearen, aber versuch den ein bisschen mehr nach vorne zu clearen und nicht so straight gegen die Wall, dass du dann vielleicht sogar nur mit einem Sideflip da rangehst und dass der Ball vielleicht nicht so viel Power hat. Ja, du musst es jetzt hier irgendwie ran, aber so kommt er halt richtig mies wieder in die Mitte zurück. Aber gut, dass du nochmal reingeturnt bist auf jeden. Hier höre ich noch was ganz Interessantes. Hier boostest du an der Stelle immer mal wieder so mit dem Boost an, so dieses Tappen. Das brauchst du eigentlich eher, wenn du Boost Control in der Luft machst für Aerials und sowas. Auf dem Boden ist es eher kontraproduktiv, weil lieber dann einmal richtig durchboosten, bis du auf Topspeed bist, auf Supersonic und dann aufhören zu boosten. Hier hört man es ganz gut. Das hier. Diese drei Boosts. Achtung, nochmal. Bisschen langsamer. Jetzt hier. Einmal. Zweimal. Und davor war noch einer. Wir sind jetzt nur schon ein bisschen weiter. Also eher durchboosten. Ja, auch hier wieder Zeit verloren leider. Den Boost hättest du auch nicht machen müssen. Aber wie gesagt, da kommst du später drauf. Da kommt man irgendwann drauf. Weil hier diese Boosts zwischendrin immer, diese kleinen, die kosten dich halt auch immer. Ja, Shots trainieren. Shots und Aerials. Einfach Genauigkeit ein bisschen im Allgemeinen. Okay, hier fahrt ihr beide weg. Hat aber funktioniert. Hier machst du es richtig. Nur nochmal zum Vergleich. Achtung, hier gibst du durchgehend Boost. Hier. Das war richtig. Gut, dass du hier wegbleibst. Gut. Der war wichtig, dass du da rangekommen bist und den clearst. Hier kannst du über die Wall fahren. Geht wesentlich schneller. Wenn du siehst, dass der hier hochkommt, einfach hier... hier reinturnen, die Wall hoch. Und dann kannst du hier nochmal entweder schießen als Pass für deinen Mate, der jetzt leider hinter dir ist. Der sollte eigentlich irgendwo hier stehen. oder Air Triple, falls du die kannst. Oder was auch immer. Jetzt habe ich's. Ja, hier hättest du wieder drauf gehen können, schon ein bisschen früher. Achtung. Hier, du siehst, er fährt weg. Da hättest du reingehen können. Da hättest du einen guten Powershot bekommen. Auch wieder panisch. Japanisch, Kappa. Boah, close, Mann. Aber gut, dass du nicht auch noch mit drauf bist. Dass du hier noch im Tor bleibst. Erstmal gucken, was hier passiert. Gut, dass du wegbleibst. Also viele Spieler werden jetzt vielleicht hingefahren, aber jetzt bleibst du hier ruhig und bleibst schön im Tor. Das war gut. Wieder Zeit lassen. Das alte Lied. Gegner hier links, hier ist komplett out of control. Der andere steht hinten im Tor und jetzt spielst du einfach wieder den Ball weg. Hier nochmal hin, direkt. Schon ruhig früher. Dann hättest du den sogar, wenn du hier direkt nochmal reingeturnt wärst, hättest du nicht nur einen 50-50 rausbekommen, sondern direkt einen Pass. Auch wenn der jetzt natürlich irgendwie in die Mitte kommt.
Ah, gute Idee. Auch ein Bump wäre hier möglich gewesen. Boost treffen. Ein bisschen Chaos jetzt hier wieder. Das ist jetzt halt das Bittere, ne? Du hast vorhin den Boost verpasst. Aber du stellst dich auch mit wenig Boost ins Tor, das ist schon mal gut. Hier kurz warten, genau. Am besten hier komplett ins Tor fahren wieder. Aber hat auch so funktioniert, perfekt. Auch hier wieder nicht direkt wegspielen. Ich gucke nochmal kurz. Hier kommt er, du hättest hier faken können theoretisch oder dir einfach den Ball die Wand hochlegen wieder. Hast du auch vielleicht versucht hier. Vielleicht nur nicht so ganz funktioniert. Wo war dein Mate hier? Dein Mate war, glaube ich, ganz hinten. Hier hättest du ruhig reinchallengen können. Wir gucken mal kurz, bevor ich was Falsches sage. Wo war dein Mate? Ah, hier. Ja, also ich wäre hier reingechallenged tatsächlich. Du warst First Man. Hättest vielleicht irgendwie noch einen Block bekommen oder so. So, genau hier jetzt am besten Half-Flippen, nicht stehen bleiben. Falls du den Half-Flip nicht kannst du wirklich. Ich habe, wie gesagt, auch ein Tutorial dazu gemacht auf YouTube. Gut, dass du hier auf jeden Fall auf Striker-Position bleibst. Ja, und den machst du jetzt. Perfekt, Mann. Schönes Tor, schönes Replay. Danke, dass du es eingeschickt hast, KMB. Ja, was ich dir empfehlen kann, ist auf jeden Fall Aerial-Training zu machen. Natürlich auch, nicht nur Aerial-Training, sondern auch die Shots im Allgemeinen würde ich vermehrt Augenmerk drauf legen an deiner Stelle. Ein bisschen mehr mit Ruhe spielen, also mehr auf die Gegner gucken und auf die Mates auch gucken. Wo steht ein Mate, wo könnte ich jetzt einen Pass hinspielen? Wie gesagt, vorher am besten mit der Genauigkeit, dann klappt das dann auch mit dem Pass später besser. Genau, wo steht mein Mate, wo könnte ich ihn jetzt hinspielen? Und muss ich ihn jetzt unbedingt wirklich wegballern, den Ball? Oder sind vielleicht meine Gegner so weit weg, dass ich den einfach ruhiger annehmen kann? Danke fürs Einschicken. Sehr schönes Replay.